Herzlich willkommen! In diesem Video möchte ich mit dir über das Thema Ego-Auflösung sprechen. Und das ist insbesondere für diejenigen von euch interessant, die sich schon viel auch mit spiritueller Literatur beschäftigt haben, die da wirklich so ein ja, Herzensanliegen auch verspüren, dass sie das Gefühl haben, ja, sich verbessern zu wollen, nicht mal so egoistisch sein zu wollen, niemanden verletzen zu wollen oder einfach wirklich so einen spirituellen Entwicklungsweg zu gehen. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass gerade hochsensible Menschen und empathische Menschen von diesem Konzept der Ego-Auflösung tatsächlich auch zu Schaden kommen können. Und zwar in der Form, dass ihr eigenes Ich-Bewusstsein geschwächt wird. Und deshalb ist es in meinen Augen so, dass wir da mit einer sehr großen Begriffsverwirrung zu kämpfen haben. Und ich lade dich wirklich einmal mit einem ganz offenen Geist, dir jetzt meine Erläuterung zu diesem Thema anzuschauen. Und ich werde versuchen, mal nochmal das ein bisschen so aufzudifferenzieren, was man landläufig unter Ego versteht und was das auch vielleicht mit dem inneren Kind zu tun hat und auch mit dem Schattenkind. Und wie wir das alles vielleicht in ein neues Konzept bringen können, das eben nicht so schädigend ist, sag ich mal, für deine Ich-Kraft, für deine Abgrenzungsfähigkeit, sondern wie wir mit einem ganz frischen und neuen Blick auch auf diese Themen zum einen tatsächlich so etwas wie eine Ego-Auflösung schaffen, ohne ja, sich selber aufzulösen ja, oder sich selber zu verleugnen. Und wie wir zum anderen eben quasi tatsächlich nochmal ein neues Modell oder ein stimmigeres Modell vielleicht hier skizzieren können, das dir hilft, auch eben diese Themen wirklich an der richtigen Adresse zu verstehen und das dir einfach Klarheit bringt. Ja, Ego ist ja eigentlich so dieser Begriff für das Ich. Und jeder, der meine Bücher und Vorträge schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich immer sehr stark dafür plädiere, dass wir eine Stärkung des Ich-Bewusstseins brauchen. Und gerade diejenigen, die sehr, sehr stark eben, wie gesagt, sich mit diesem Thema Ego-Auflösung beschäftigen, laufen tatsächlich Gefahr, ihr eigenes Ich damit eher noch zu schwächen und damit wirklich anfällig zu werden für Manipulation, anfällig zu werden für ausbeuterische Beziehungen oder auch für, sag ich mal, esoterische oder religiöse Dogmen, wo sie dann sich, sag ich mal, so als kleines Schäfchen dann erleben oder wo sie dann irgendeinen Guru haben oder irgendeine Ideologie folgen, die letztendlich so auch so die eigenen Entscheidungskompetenzen, die eigenen Ich-Kräfte und auch die Willenskräfte dann untergraben. Deshalb möchte ich erstmal mit dieser Begriffsverwirrung hier beginnen. Wenn wir uns mal so noch diese spirituellen Schriften anschauen, und da müssen wir gar nicht nach Asien gehen, da können wir auch hier in Europa bleiben, dann sprechen wir eigentlich von diesen negativen Eigenschaften, die dann mit dem Ego verbunden werden, wie zum Beispiel Gier, ja, Dominanz, Rücksichtslosigkeit, Neid, Eifersucht, Negativität, Maßlosigkeit, Gewalt oder auch ja, Misstrauen, ja, das, was auch sehr oft ja, mit Eifersucht im Zusammenhang steht, oder so etwas wie Kritiksucht und eben Machtstreben. Und früher hat man da einfach auch, sag ich mal, hier im christlichen Europa eben, sag ich mal, von den Sünden gesprochen. Ja, das sind einfach diese Eigenschaften, die ein zwischenmenschliches Zusammenleben schwierig machen, wo wirklich große Probleme auch entstehen in den Familien oder auch zwischen Nationen oder auch in Unternehmen. Und das sind natürlich tatsächlich Qualitäten, die wir überwinden sollten und wo wir eine andere Qualität brauchen. Das bringt aber nichts zu sagen, oh, das ist alles ganz schlimm, das ist alles ganz schlecht, das muss man alles wegmachen. Sondern wir müssen letztendlich verstehen, wo diese negativen Eigenschaften herkommt. Und wir können nicht einfach sagen, wir wollen jetzt das Ego bekämpfen und wir wollen also egolos, selbstlos werden, weil ein selbstloser Mensch hat dann unter Umständen eben kein eigenes Selbst mehr, sondern ist dann wirklich so entgrenzt und programmierbar,
dass er auch jegliches Gefühl für diese eigene Identität verliert. Und Identität und Ich-Bewusstsein sind einfach ganz wichtige Stabilisatoren, die uns überhaupt die Möglichkeit geben, eine Position zu finden, zum Beispiel in einem Konflikt, ja, eine eigene Meinung zu haben, zu sagen, hey, das will ich nicht, hier grenze ich mich ab oder ich entscheide mich für A oder ich entscheide mich eben für B. Und das in Verbindung mit meinem Kern und nicht, weil es mir irgendjemand von außen gesagt hat. Und all diese sensiblen Menschen, die ich so auch im Coaching und in der Beratung kenne, die so wirklich ganz ernsthaft diesen spirituellen Pfad gehen und die sagen, ich möchte mein Ego auflösen, die haben nach meiner Beobachtung eigentlich eher das gegenteilige Problem. Sie haben eigentlich ein viel zu schwaches Ego, ein viel zu schwaches Ich und sind dann einfach auch viel zu nett, ja, viel zu verständnisvoll und dann sind sie leichte Beute, zum Beispiel am Arbeitsplatz, ja, für Mobbing, ja, weil sie viele Dinge entschuldigen, weil sie immer zu nett sind, weil sie Rücksicht nehmen, weil sie völlig naiv sind, aber ja, niemandem schaden wollen und darüber dann auch übersehen, dass ihnen selber geschadet wird. Ja, also da findet manchmal so eine ganz seltsame Rollenverkehrung statt, dass diejenigen, die eigentlich zum Beispiel eben Opfer von Mobbing sind oder von narzisstischem Missbrauch, wahnsinnige Angst haben, zu egoistisch zu sein, ja, wenn sie sich dann mal durchsetzen oder Nein sagen oder Stopp sagen. Und dass diejenigen, die eigentlich das sogenannte Ego-Problem haben, ja, mit diesem manipulativen Verhalten, überhaupt gar keine Einsicht zeigen, dass sie da im Prinzip einen, ja, negativen Charakter haben oder sich wirklich rücksichtslos verhalten. Das sind dann die Leute, die sich selber immer im Recht sehen, ja, die einfach ihr eigenes Verhalten überhaupt nicht in Frage stellen. Und glauben, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat, ja, wie sie sich anderen gegenüber verhalten. Du siehst, wir haben hier wirklich mit einer sehr großen Verwirrung zu kämpfen. Und dieses Thema mit diesem Ego, das beschreibe ich übrigens auch in meinem neuen Buch, Die Kraft der Selbstliebe, auch nochmal sehr ausführlich. Und dieses Buch erscheint im September 2021 beim Kailash Verlag. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Und du bekommst hier sozusagen schon mal so einen kleinen Vorgeschmack darauf. Und du kannst auch vieles von dem, was ich hier auch schon so erwähne und erkläre, auch dann in dem Buch nochmal ganz genau nachlesen. Und den Link zu dem Buch, den stelle ich dir natürlich auch unter diesem Video zur Verfügung. Ich möchte jetzt nochmal ganz klar auch diese Verbindung zum inneren Kind und dieser sogenannten Ego-Problematik nochmal herstellen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, also der Kampf gegen das Ego darf eben nicht als Kampf gegen das eigene Ich ausarten oder darf auch nicht zu einer Ich-Schwächung führen, dann ist es, glaube ich, ganz hilfreich, sich nochmal bewusst zu machen, was denn die Ursache für diese unreifen Verhaltensweisen sein könnte. Und das ist eben nicht das böse Ego, das wir bekämpfen müssen, sondern es ist oftmals das innere unreife oder verletzte Kind. Ja, wir kennen alle diese Verhaltensweisen von Kindern. Ja, also nehmen wir mal an, du bist in einer Familie geboren mit mehreren Geschwistern. Ja, wie viele Szenen gab es da, wo es um Eifersucht und Neid geht? Ja, der eine hat ein größeres Geschenk bekommen, der andere hat mehr Essen auf dem Teller oder die Kinder sind dann eifersüchtig auf ein Spielzeug oder eifersüchtig auf einen anderen Spielfreund. Ja, Maßlosigkeit, das ist alles das, ja, also zu viel essen, zu viel wollen, sich nicht regulieren können. Oder eben, wenn sie aggressiv werden, dass Kinder dann teilweise auch um sich schlagen und da einfach völlig unreflektiert sind. Aber auch Dominanzverhalten, das kennt man alles auch von Kindern, ja. Wir haben alle von Kindern auch so ein idealisiertes Bild, ja, dass Kinder einfach so toll sind und so heilig und so lieb. Aber Kinder sind einfach unreif. Und das heißt, das, was wir dann als Ego bezeichnen, sind letzten Endes oftmals so Überbleibsel von Aspekten des unreifen inneren Kindes, die nicht in eine Reifeentwicklung geführt haben, ja, aus welchem Grund auch immer. Ja, manchmal ist es sogar auch tatsächlich so, dass gerade eben diese Strategien des inneren Kindes
oft auch sehr erfolgreich sind. Ja, dass wir mit Dominanz, mit Respektlosigkeit oder mit Eifersucht auch bei anderen natürlich die Knöpfe drücken. Ja, also die Bücher, die Prophezeiungen von Celestine sprechen da eben zum Beispiel auch von den sogenannten Kontrolldramen. Ja, darüber habe ich auch schon mal einen großen Blogartikel geschrieben in Bezug auf Energievampire. Ja, weil das ist eine Art energievampiristisches Verhalten, wenn wir durch solche manipulativen und stark emotional aufgeladenen Strategien andere Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was wir möchten. Ja, also auch jemand zum Beispiel, der sehr stark unter Eifersucht leidet, hat ja letzten Endes auch tiefe Selbstzweifel. Ja, also bin ich liebenswert? Ist meine Frau mir treu? Bin ich überhaupt ein toller Partner oder eine attraktive Partnerin? Oder findet mein Mann oder meine Frau nicht vielleicht 1000 Männer oder Frauen eben viel attraktiver als mich? Ja, wenn das so ein ganz tiefer Selbstzweifel ist und wir den nicht anschauen wollen, dann kann sich das wirklich in so eine schlimme Eifersucht kanalisieren. Ja, wo man dann nicht mehr mit der eigenen Verletzlichkeit in Kontakt ist, ja, und mit den eigenen Minderwertigkeitsgefühlen, sondern wo man dann nur noch ständig versucht, den Partner zu kontrollieren und zu reglementieren mit der krankhaften Eifersucht. Das heißt, wenn du überhaupt je mit dem Gedanken spielen solltest, ja, so eine Art Ego-Auflösung zu machen, dann ist eigentlich der bessere Weg, dass du dich mit deinem inneren verletzten Kind mal auseinandersetzt. Ja, das heißt, was sind die Schattenaspekte von deinem inneren Kind? Wie zeigt sich diese emotionale Verletzung oder diese emotionale Unreife in deinem Leben? Und dann wirst du schon merken, du kannst es nicht einfach wegmachen, du kannst es auch nicht durch ein anderes Verhalten einfach ersetzen, indem du einfach noch netter bist, sondern es geht darum, diese emotionalen Verletzungen des inneren Kindes zu heilen, sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Ja, was habe ich denn da für Verletzungen? Was habe ich denn für Bedürfnisse, die nicht befriedigt wurden oder die, wo ich selber das Gefühl habe, dass ich die nie erfüllt bekomme? Und was habe ich für Kompensationsstrategien entwickelt? Und das ist das eigentliche Problem, das verletzte innere Kind. Und das können wir eben auch nicht mit irgendwelchen spirituellen Praktiken einfach wegtranszendieren oder wegmachen oder in einen Nirvana katapultieren, sondern wir müssen uns schon auch mit diesen Aspekten in uns auseinandersetzen und auch da in so eine aktive Selbstheilung auch gehen. Das eigentliche Problem, also ist eben tatsächlich nicht das sogenannte Ego, sondern ich sage es nochmal, das verletzte innere Kind. Oder was wir auch als alternativen Begriff verwenden können, ist eben das Wort oder dieses Phänomen der Programmierung. Alles, was in den ersten 7 Lebensjahren passiert, programmiert unser Unterbewusstsein nachhaltig. Deshalb ist das auch, was in der Schule passiert, im Kindergarten, im Elternhaus, was gesprochen wird, die Rituale, die gemacht werden, die täglichen Abläufe, die passieren, die Dinge, die die Kinder hören, sehen, spüren, wahrnehmen. Das sind die Dinge, die sich wirklich tief ins Unterbewusstsein eingraben. Und je häufiger diese Dinge wiederholt werden, umso mehr etablieren sie sich dann als Programme. Programme an sich sind nicht negativ, sie sind nützlich, ja, weil sie helfen uns im Alltag klarzukommen. Wenn du aber in einer Umwelt aufwächst, ja, die dich schikaniert, die dich in Angst versetzt, die dir auch deine Entfaltung deines eigenen Wesens verhindert oder auch verbietet, dann hast du es nachher mit Programmierungen zu tun, die deinen kreativen Selbstausdruck, aber auch deine eigene Willenskraft blockieren. Ja, das sind dann oft diese inneren Konflikte, die die Menschen spüren. Sie wollen einerseits das eine, aber die Programmierungen sagen ihnen was anderes. Ja, und da ist einfach auch der innere Kritiker oder der innere Zensor oft auch ein riesengroßes Problem, wo viele nicht wissen, wie sie über diese Instanz drüber springen können, ja, dass sie sich nicht selber permanent dann klein machen oder auch verhindern, ja, in ihrer Wirksamkeit. Das heißt, was wir brauchen, ist, wie gesagt, dieses Ja zum eigenen Ich. Es sollte auch wirklich kein Tabu sein, wenn du einen spirituellen Weg gehst, dass du dieses Ich-Bewusstsein auch als etwas Wertvolles und Wichtiges auch erkennst. Und je mehr du dir klar wirst, dass es eben kein Widerspruch bedeutet, ein starkes Ich zu haben
und gleichzeitig ein geläutertes Ego zu haben, umso gesünder wird deine Gesamtpersönlichkeit sein. Ja, weil ohne Ich-Bewusstsein, wie gesagt, bist du sehr empfänglich für Manipulationen von außen und wirst es nicht schaffen, dich adäquat in vielen Situationen abgrenzen zu können. Und deshalb blende ich jetzt am Ende auch noch mal so ein Modell ein, wie ich das Ganze jetzt quasi noch mal neu definieren würde. Und ich habe ja auch schon sehr viel auf diesem Kanal über das Wort Seele gesprochen. Und deshalb hat es jetzt sozusagen mehrere Ebenen. Das sind sechs Ebenen, über die wir hier eigentlich insgesamt sprechen. Und wenn wir das Spirituelle noch mit einbeziehen wollen, ja, dann haben wir quasi ganz oben in der ganz feinstofflichen Ebene das höhere Selbst, ja, also das, was auch unser ideales Selbst ist. Dann darunter die Seele, ja, das ist das, was uns belebt, was uns immer wieder diesen Lebensfunken einhaucht. Dann kommt, könnten wir es so sehen, ja, das Ich-Bewusstsein, sofern das eben ja, entwickelt ist, aber das darf da sein, also dieses Identitätsgefühl, ja, wer du jetzt bist in diesem Leben. Darunter würde ich das innere Kind ansiedeln, ja, auch mit allen Schattenaspekten und allen lichtvollen Aspekten, die früher dann eben oder in einem anderen Kontext auch als Ego dann vielleicht bezeichnet wurden. Darunter sind die unbewussten Programmierungen, das sind eben unsere Programme, unsere Glaubenssätze, ja, unsere Routinen, unsere Mechanismen. Und dann als Basis da ganz darunter, das ist unser physischer Körper, der wird auch oft vergessen, denn der Körper ist ja auch letztendlich das Speichermedium, ja, unser vegetatives Nervensystem, das Gehirn, die Zellen, die Knochen, alles speichert Erinnerungen. Und das, was wir als Programme bezeichnen, das wird tatsächlich in unserem Körper, in unserem Nervensystem als Programm etabliert, wiederholt, gebannt und wird dann irgendwann zum Automatismus. Ja, man spricht da eben auch in der Psychologie vom klassischen Konditionieren. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass wenn wir eben sagen, wir wollen dieses Ich, ja, auslöschen oder dieses Ego, dass wir uns dann schwächen und dass dann im Prinzip die unterbewussten Programme eigentlich noch mehr Macht über uns haben, weil ich brauche ja auch ein starkes Ich, um zwischen diesen Instanzen zu vermitteln, ja, dass ich einerseits so diese seelischen Aspekte, diese seelischen Impulse in mein Alltags-Ich integrieren kann und dass ich andererseits die Dinge, die mich programmiert haben und die Schattenaspekte von meinem inneren Kind auch objektiv erstmal beobachten kann und benennen kann. Und dazu brauche ich ein ich-zentriertes Bewusstsein, das sich auch traut, ich zu sagen, ja, und um einfach überhaupt so eine Differenzierung überhaupt machen zu können. Und ja, das ist mal so das Modell, was ich dir gerne vorschlagen möchte. Und das heißt, wenn du wirklich auch so diesen Wunsch hast, eben wie gesagt, dein sogenanntes Ego zu überwinden, dann bitte mach das nicht als Kampf gegen dich. Nimm es auch nicht als Steilvorlage für eine Selbstverleugnung, sondern erkenne an, dass du einfach Verletzungen hast aus dem inneren Kind heraus, die geheilt werden möchten und dass du Programmierungen hast, die dir vielleicht auch im Wege stehen, ja, oder die deiner spirituellen Entwicklung im Wege stehen. Deshalb dürfen wir nicht gegen das sogenannte Ego kämpfen, sondern wir müssen im Prinzip das innere Kind an die Hand nehmen, müssen schauen, dass wir diese Verletzungen heilen. Wir dürfen dann eben noch tiefer schauen, was habe ich für Programmierungen, Stichwort Glaubenssätze, da kann man vielleicht noch mal ein eigenes Video drüber machen. Und dann das Ganze wie ja in einen Schritt für Schritt aufgebauten Heilungsprozess begeben und auch so ein gutes Gefühl für dich selber zu entwickeln, ja, dass du ja sagst zu deinem eigenen Ich, dass du dir eine Existenzberechtigung geben kannst und dass du auch eine Identität entwickeln kannst, die also auch mit positiven Aspekten verbunden ist, ohne dass du jetzt gleich ein schlechtes Gewissen hast und denkst, oh, ich darf mich nicht loben oder ich darf irgendwie nichts Tolles an mir sehen, ja, weil das ist ja wieder egoistisch. Nein. Schau, was hast du für tolle Eigenschaften, was sind deine Talente, was macht dich einzigartig, was macht dich individuell. Das ist dein Ich-Bewusstsein. Ja, und das dürfen und sollen wir auch stärken, wenn wir auch eine Position im Leben haben wollen, wo wir einfach auch gesunde Entscheidungen treffen, eben gesunde Abgrenzung und auch
ja, eine Selbstverständlichkeit auch für das eigene Leben entwickeln wollen. Und dann bin ich jetzt mal sehr gespannt auch auf deine Feedbacks, deine Fragen zu diesem Video und freue mich über deinen Kommentar. Und dann sehen wir uns bald schon in einem neuen Video. Bis bald.